Wie alles kam, ein kurzer Rückblick auf die letzten 7 Jahre, aber keine Angst, es wird nicht mehr als 3 Minuten dauern. Vor 7 Jahren, als die Riesenkrise da ausgebrochen ist, habe ich zufällig das Büchlein von Josef Huber und James Robertson, Geldschöpfung in öffentlicher Hand, gelesen. Und da stand, die Schweiz wäre eines der möglichen privilegierten Länder, die Vollgeld einführen könnte. Und habe ich mir gesagt, was zögere ich noch? Wann nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Und habe angefangen, Mitstreiter zu suchen. Zuerst im Umfeld der damaligen INWO haben wir ein paar Leute darüber diskutiert, wie das Projekt aussehen könnte. Nachher ging es darum, wir müssten auch wissenschaftlichen Rückhalt haben. Ich habe versucht, mit den Vertretern des Kontrapunkts in Kontakt zu kommen. Einige Mitglieder dieses Kontrapunkts haben dann eingewilligt, unter anderem Philipp Mastronardi bei uns als Beirat mitzumachen. Nachher ging es darum, die ganze Sache auf eine breitere Basis zu stellen, also einen Verein zu gründen, Mitglieder zu suchen und was mit einer Vereinsgründung alles zusammenhängt. Und die nächste Phase war dann, uns zu überlegen, wie wir die Unterschriftensammlung organisieren könnten. Und da waren wir lang relativ unschlüssig, weil tatsächlich die infrastrukturelle Basis fehlte, auch die personelle Basis, um eine solche Initiative starten zu können. Und da ist sozusagen aus dem Nichts ein Helfer aus Deutschland erschienen und hat gesagt, wenn ihr in der Schweiz ein solch wichtiges Projekt aufnehmt, dann komme ich, wenn ihr wollt, und helfe euch, die Kampagne zu leiten. Das ist Thomas Meyer gewesen. Vor ungefähr 1,5 Jahren, als wir oder 2 Jahre jetzt, haben wir diese Kampagnentagung auf Initiative Thomas Meyers in Wollishofen gestartet. Da kamen erstaunlicherweise 600 Leute zusammen und sagten, wunderbar, macht ihr was. Es war längst Zeit, endlich macht jemand etwas, wir helfen euch, und haben 60.000 Unterschriften versprochen. Also sagten wir, warum warten wir noch, jetzt fangen wir an. Ein großer Teil dieser Versprechen sind dann allerdings Versprechen geblieben, aber ein anderer Teil hat umso kräftiger gesammelt, und da hat es Spitzenleistungen gegeben bis 6.450 Unterschriften von einem einzigen Sammler. Das ist Daniel Fetz, der ist auch im Saal. Also, die Leute oder Gruppen, die ich jetzt aufgezählt habe, die verdienen alle meinen großen Dank. Heute Abend gratulieren wir alle Leute, kommen auf mich zu, gratuliere, ja. Gratuliert euch selber, denn wenn diese zum Teil wirklich grandiose Unterstützung nicht da gewesen wäre, hätten wir diese Unterschriften nicht hingekriegt.